Der Titel Till war jetzt nicht Till Schweiger. Till Schweiger wissen wir ja. Darüber freuen wir uns natürlich auch, dass er vielleicht nicht mehr Schauspieler will. Darum geht's aber nicht. Till Eulenspiegel, Till mit dem sogenannten Pfeil, der den Apfel geschossen, durch diese hohle Gasse wird er schreiten, ist nur so ein Titel, um euch vielleicht auf diesen Videoclip einzuschweißen. Weil so einfach ist es nicht, als YouTuber eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Ihr seid mit eurem Pokémon beschäftigt, in Düsseldorf, sitzend auf der Kö oder anderswo. Da sind wir aber schon beim Thema. Frau Hannelore Kraft, soeben im Flieger Richtung London. Und warum war sie in London richtig? Heute, in 14 Tagen, feiern wir die Hochzeit von 1946, dem Ruhrgebiet, Schrägstrich, NRW. Seit 1950 haben wir die NRW und NRW, Nordrhein-Westfalen, hat sogar ein eigenes Grundgesetz. Dieses wurde am 18.06.1950 in Kraft gesetzt, weil unsere Eltern dort gefragt wurden, eine sogenannte Volksentscheidung. Und diese Volksentscheidung war positiv. Darum gibt es Nordrhein-Westfalen und auch nordrhein-westfälisches Grundgesetz. Worum geht es jetzt hier in diesem Videoclip? In diesem Videoclip geht es darum, dass wir Hochzeit feiern im Jahre 1946 durch Operation der Engländer, die das in die Wege geleitet. Der Earl kommt auch zu dieser Feier, George, und wird also mit uns feiern. Natürlich nicht mit uns, wir sind das Volk. Nein, wir sind die Bürger von Nordrhein-Westfalen. So, warum wird 2017 nicht endlich der 2:4 Vertrag geändert? Denn das, was da drin steht, ist zwar alles schön und gut, nur der 2:4 Vertrag, den Gorbatschow uns angeboten, hat Herr Genscher und Herr Kohl ausgeschlagen. Wir wären ein richtiges Volk, ein richtiger Staat und wir könnten auch richtig handeln. Weil das aber nicht so ist, kommen so Sachen wie mit Unterschrift gültig, maschinell hergestellt und so weiter und so fort. Richter unterschreiben nicht. Dies alles ist halt durch den 2:4 Vertrag rechtsgültig. So, worauf möchte ich jetzt in diesem Videoclip hinaus? Ich begrüße euch total und recht herzlich. An sich machen wir keine politischen Filme mehr und ich auch nicht, weil wir sitzen jetzt hier in der Star Wars Lounge und haben an sich auch die Star Wars Filme. Wir haben über Rogue One gesprochen, aber wenn wir ehrlich sind, Star Wars, Krieg der Sterne, an sich haben wir immer noch Krieg Zustand. Wir haben immer noch gesagt, okay, der Friedensvertrag ist rechtsgültig. Durch den Friedensvertrag beginnen wir keinen neuen Krieg. Der 2:4 Vertrag hätte diesbezüglich auch so auf den Weg gebracht werden müssen, ist aber nicht. Dort ist ein Fehler passiert und somit sind wir rein rechtlich betrachtet staatenlos. Wir sind aber auch keine GmbH. Wir sind auf eine Art immer noch gebunden. Die vier, die halt hier nach D-Day, beziehungsweise die vier, die D-Day auf den Weg gebracht haben, die halt am 6. Juni hier eingeflogen sind über Normandie Richtung Berlin und diesbezüglich alles beendet haben. Wir müssen einfach mal das Thema wirklich auf den Punkt bringen. Länder, wir haben 16 Länder. Wir haben 16 Minister, die dafür zuständig sind. Wir haben über 24 Bürgermeister, wir haben freie Städte, wir haben sogar einen freien Staat, Bayern. Und wenn man dann so drüber sinnt und das liest, 2:4 Vertrag, Ehevertrag, wenn man die alten Sachen sieht von 46, die Filme, die in den Kinos liefen, Kohle, Ruhrgebiet, Stahl, Eisen und so weiter. So, wir müssen an sich die Meinung, ich bitte jetzt um Entschuldigung, aber das ist jetzt eine persönliche Sicht auf die Dinge.
die persönliche Sicht auf diese Dinge ist, 2-zu-4-Vertrag, Ehevertrag 46 in Nordrhein-Westfalen, spaßig betrachtet die Ehe NRW, Nordrhein-Westfalen, Ehevertrag geschlossen in England, deswegen war Frau Hannelore Kraft, das ist wirklich, ihr könnt es ja fragen, die war wirklich, wir haben heute den, 17.08.2016. So, am 24.08.2016 wird die Hochzeit, der WDR wird berichten, WAZ etc. wird, und die Bild-Zeitung wird also ziemlich viel Spaß geben. Aber als mehr Satire, mehr so lustig das Ganze, weil hypothetisch habe ich 7 Milliarden Zuschauer, wenn die diesen Videoclip jetzt hin und her schicken würden. Nur die 7 Milliarden würden das Ganze nicht verstehen und hätten auch gar keine Lust, sich dieses jetzt hier anzuhören. Ein trockenen Monolog von mir, dem AWA Movie Freie Medien. Die freien Medien, wir sind nicht gebunden, ich persönlich auch nicht, ich muss das nicht. Habe aber jetzt Lust dazu, um der Hochzeit von 1946 Nordrhein-Westfalen zu frönen, zu hommagen. Eine Hommage darauf, jetzt der Frau Hannelore Kraft, die ja auch diesbezüglich immer solche Videoclips macht, mal einen Videoclip auf die Reise bringen. Sehr geehrte Frau Hannelore Kraft, Sie haben jetzt das Vergnügen, die Ehe, die geschlossen 1946, Operation, weil die Engländer nur mal das wollten und wir haben, beziehungsweise unsere Eltern haben, durch den Volksentscheid diesbezüglich das ja auch rechtsgültig geschrieben. Wir haben also einen Ehevertrag, in Ordnung. Ehe hält ewig, ich weiß nicht, ob Ehen ewig halten. Also menschlich geschlossene Ehen halten meistens nicht ewig. Länder, Hochzeiten, geschlossen durch Krieg, durch Vereinbarungen, durch Verträge, ob die ewig halten, das weiß ich nicht. Ja, was ist denn mal mit der Ehescheidung? Ne? Westfalen wollte ja sich mal abkoppeln von Nordrhein. Ne? Naja, wollen wir mal schauen, ob das alles so passiert. Die Frage lautet 2017, neue Wahlen. 2017 kommen neue. Fragwürdig ist AfD, man kennt sie ja gar nicht. Welche Partei hat denn wirklich den Mut, 2-zu-4 zu verändern? Den Fehler, den Herr Genscher und Herr Kohl gemacht haben, es liegt ein Fehler vor. Das könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr müsst es lesen. Ihr müsst es lesen, was da drin steht und dann die Folgen lesen, die rechtlichen Folgen. Ich spreche an sich nur vom Recht. So, rechtsrein gültig. Wenn einer bereit ist, eine Rechtsklage einzuleiten, könnte dieses auf fruchtbaren Boden fallen. Frage lautet nur, wer will denn diese Rechtsbarkeit bzw. wer will diese Rechtspflege ansteuern, wer will das Recht einklagen, wer will den Vertrag 2-zu-4 geschlossen? Die DDR ist nie gefragt worden, wollt ihr BRD-Bürger werden? Also rein rechtlich müssen die erstmal gefragt werden. Rein rechtlich müssen die abstimmen. So, die Vermutung lag natürlich nahe, dass auch die wiederum irgendwie sowjetisch oder kommunistisch hätten werden können. Das war ja immer noch die große Sache. Weil der Kalte Krieg war nicht zu Ende 1966, da lebte er richtig auf. Der Eiserne Vorhang war richtig am Gären und die Stille 1966, werde ich als Kind niemals vergessen. Und hätte da einer Fehler gemacht, 1966, dann gäbe es das hier vielleicht alles gar nicht. Wenn der D-Day fehlgeschlagen wäre und hätte diese Ausrichtung weiter gegoren, ob es das jetzt hier gäbe, Einigkeit, Recht, Freiheit gibt es ja auch nicht mehr. Die BRD gibt es auch nicht mehr. Ja, wir nennen uns jetzt Deutschland und wir sind Deutsche und im Pass steht Deutsch und alles fragt sich, was soll das? Tagtäglich werden echte Staatsdossiers fotokopiert und wenn man dann so sieht, Staatsbürger von China, Staatsbürger von Griechenland, Staatsbürger von Polen, dann frage ich mich, warum ich dann Personal wäre. Wessen Personal bin ich? Also den sogenannten Vieren, Alliierten, bin ich dessen Personal. Also als Kind nach D-Day nannte man alle 46 Nachkriegskinder und alle hatten Sorgen
um Nahrung. Man hat wirklich hart gearbeitet, um Nahrung zu erhalten. Nach 1956 hießen wir natürlich dadurch BRD-Kinder. So, die junge BRD. 1956 hat Adenauer wunderbare Sachen gemacht. Er hat den Rentnern richtig Geld gegeben. Er hat die Sparkasse, er hat Girokonto und das Ganze. Und ab 89 haben wir uns natürlich gefreut, ist richtig. Aber dieser Fehler, 1990, diesen Fehler sollten wir doch mal in einen Fokus setzen. Wir sollten mal eine Partei fragen, welche Partei überhaupt Lust hätte, diesen 2:4 zu entbinden. Also uns einen neuen Staat, ein neues D, den sogenannten Staatsrechtsschutz, der sich daraus bildet. Jeder Bürger hätte den sogenannten Staatsrechtsschutz, also wäre rechtlich geschützt, durch und er wäre ein Staatsbürger lebend in einem Land. So, wir müssen alle, so die Meinung, die jetzt ich hier in meiner Lounge habe, jetzt war kein Gesprächspartner da, weil rein beruflich Star Wars Lounge nichts jetzt mit diesem hier zu tun und deswegen ist auch dieser Videoclip jetzt hier bei Ultra HD Web TV zu sehen und nicht bei Sammelfiguren TV. Ja, weil wir haben neue, ich meine, wenn man das so liest, ja, 829 wurde der erste deutsche Vertrag geschlossen. 829, ein Vertrag in deutscher Sprache, in deutscher Schrift. Und alle Verträge, alle Kriege, 30 Jahre, 60 Jahre, zwei Weltkriege, Napoleon, ach was, das Ruhrgebiet wurde besetzt wegen dem Ersten Weltkrieg. Also hier war schon viel los. Wenn ich so nachschaue, wir haben jetzt fast 80 Jahre Frieden. Könnte es sein, weil wir 80 Jahre Frieden haben, weil wir Pokémon in Düsseldorf spielen auf der Kö, weil wir elektronisch verseucht, oder aber sehen wir das, wie es wirklich ist. Industrie 1.0 hatten wir. Industrie 3.0 hatten wir auch. Jetzt haben wir nach der CeBIT 2016 die Industrie 4.0. Die Industrie 4.0 ist die sogenannte globale Vernetzung. So, und darüber sollte man mal sinnen. Und wenn wir solche Verträge haben und wir uns alle so gegenseitig spitzfindig bei Facebook an die Gurgel gehen, weil wir elektronisch verseucht sind, weil wir uns nicht Auge in Auge, weil wir nicht das Gespräch suchen, die sogenannten Fachgeschäfte nicht mehr haben, dass wir in Nordrhein-Westfalen kaum was haben, was produzieren wir denn hier? Also ich sehe keinen Stahl, ich sehe keine Kohle, ich sehe kein Eisen, ja? Ich sehe kein Kaufhaus, ein weltliches Kaufhaus, das so richtig, ja, wie Quelle, Neckermann, vor allen Dingen Karstadt, ja. Nichts hat überlebt. Und wenn ich so hier um die Ecke bei Woolworth, dem ältesten Kaufhaus, Schrägstrich aus Amerika, wenn ich das alles so sehe, das gibt es ja auch nicht mehr, das ist ja auch ein ganz anderer Konzern drin, ja, das ist ein Österreicher drin und Tipp und wie soll er heißen, das ist ein Konzern. So überall sind Malls gebaut worden, ja, Oberhausen hat einen riesen Mall, die Stadt Essen hat einen Mall, wo Karstadt draufsteht, am Limbecker Platz ist auch eine Mall und nicht Karstadt. Karstadt Rhein-Ruhr-Zentrum ist mehr Sport, riesengroß Sport und das, was es mal da gegeben hat, gibt es nicht mehr. Braune Ware wird nicht mehr verkauft und so weiter. Worauf möchte ich hinaus? Der Flair. Nach 1990 wurde uns ein Flair genommen. Wir schreiben jetzt 2016, wir stehen jetzt vor den Wahlen, wir feiern jetzt Hochzeiten, die nach dem Dreireich ein Jahr danach, nach der Kapitulation bzw. Waffenruhe, ach ja, geschlossen wurde. Dies alles wurde geschlossen und 2016 feiern wir das und wenn man dann zurückspringt und dabei war, wenn man schon 50 Jahre, weil ab 8 Jahre, ab 10 Jahre fängt das alles an, das Begreifen, in 8 oder 10 Jahren fängt alles an, das Begreifen um einen herum. So, wer das alles jetzt hier nicht glaubt, was ich sage, oder weil er es nicht versteht, oder weil er überhaupt keine Lust hat, mitzumachen, es sind nur Leute gefordert, die nicht nur Till Schweiger nicht mögen, oder Till überhaupt, oder mit Till nichts anfangen können. Es geht hier darum, dass das Schweigen der Lämmer, was zwar verfilmt als Horrorfilm,
könnte man auch auf diesen Vertrag 2:4 münden. Der 2:4 geschlossene Vertrag, das Schweigen der Lämmer. Ja, die Lämmer schweigen, die Wölfe schreien. 80 Schafe, 2 Wölfe. Was glaubt ihr, was mit den Schafen passiert? Das ist der Schlusssatz jetzt für die Sache mit den Gästen. Frau Hannelore Kraft hat nicht gastlich gesprochen, sondern Frau Merkel. Frau Merkel hat vor laufender Kamera gastlich gesprochen, ist fehlerhaft übersetzt worden. Und nun haben wir eine Maschine am Laufen, die richtig Potenzial Geld bringt, weil wir die sogenannte politische, wirtschaftliche Macht als Faschismus haben. Ja, ist Faschismus. Ist Diktat. Ja? Ohne Unterschrift gültig, stimmt nicht. Ein Richter hat nun mal kein Beamter, der hier für diesen Papierstaat Vertrag, der nicht rechtsgültig ist, der hierfür arbeitet, will dafür nicht haften. Darum geht es. Die möchten nicht haften, weil wenn ein Richter unterschreibt, dann haftet er und das möchte er nicht, da hat er ja recht. Den Apparat zu ändern, einen 2:4 Vertrag zu ändern, das ist so eine mühevolle Arbeit, die will sich keiner antun. Aber durch die Gäste, die tagtäglich kommen, die durch die 7 Milliarden Menschen auf elektronischen Wege, die wir als Kunden sehen, wir selber sind Kunden, wir selber sind SGB-II Kunden mit dem Spitznamen Hartz-IV. Aber unser Auto auf der Straße hat 2 Jahre TÜV und fährt nicht, weil irgendein Autohändler einem ein Auto verkauft hat, was für 3-4 Stunden fährt und danach auf der Straße liegt. Das könnte einem SGB-II Kunden schlecht bekommen. Ja, so sieht's aus. Also die Maschine hat 2 Jahre TÜV und der Bürger hat 6 Monate. Gut. Ab dem 1.8.2016 hat jeder Bürger 12 Monate. Noch ist immer diese Maschine länger geschützt wie der Bürger in seinem Land. So sollte man sprechen. Wenn einer sagt Volk, dann müsste man fragen, welches Volk meinst denn du? DDR ehemalig oder BRD West ehemalig? Volk ist nicht. Volk ist nur dann, wenn wir aufstehen und sagen, wir möchten ein neues D haben, einen neuen Staatsrechtsschutz und wir wollen einen Staat bilden durch 16 Länder und im Ausweis steht Staatsbürger Deutschland NRW zum Beispiel oder Hessen, Thüringen, Vorpommern, keine Ahnung. Das wäre rechtsgültig. Jetzt kommt er nicht mit Dreireich. In Dreireich liegt das, weil das war ein Staat und somit war das so. Aber es hat ja nichts mit Dreireich zu tun. Wir wollen das ja formatieren. Also Dreireich formatieren, BRD formatieren, ein Neustart. Ein Neustart heißt, Geschichte kommt dahin zur Geschichte und bleibt Geschichte. Kann man in einem Museum, kann man aufnehmen. Wir könnten aber auch sagen, Schrägstrich, Doppelpunkt, Slash, formatieren und dann hätten wir ein neues D, eine neue Verfassung und einen neuen Staatsbürger in Deutsch Länder geordnet. Warum das nicht gemacht wird, keine Ahnung. Problem ist ja halt nur, dass die Aluhut, ne, Aluhut und die sogenannten Alkoholiker ja mehr zu sagen haben, wie ein Bürger, der diesbezüglich mal nachgedacht hat. Mal drüber nachdenken, was ist denn da geschehen? Ein Vertrag ist geschlossen, aber auf britischem Boden. Britannia gehört nicht mehr zur EU, also ist dieser Ehevertrag doch ein Brexit, oder nicht? Somit wäre NRW im Brexit 2019. Das ist nur eine Überlegung, hallo, das sind nur alles Hypothesen. Ich stelle jetzt eine Hypothese auf, damit das jeder versteht, der diesen Videoclip jetzt hier bei UltraD Web TV gesehen hat. Meiner einer ist bekannt, Avia Movie, freie Medien, lang genug dabei und wir alle wollen natürlich einen gewissen Film drehen, die Wahrheit über Nordrhein-Westfalen, über die Ehe, aber dazu brauchen wir natürlich gewisse Ansatzpunkte, die auch stimmig sind und nicht
aus dem Volk. Das Volk hat einen Aluhut auf und spricht mehrere Sprachen. Und Nordrhein-Westfalen ist ein gastliches Land, hat lauter Gäste, die ihre eigenen Partys feiern, aber wir sollen alles bezahlen. Das ist schon mal eine merkwürdige Frage. Wenn wir als Urdeutsche, die in Nordrhein-Westfalen geboren wurden, Fete feiern möchten, geht es nicht, weil kein Geld dafür da ist. Und zum Schluss Stacheldraht, hohe Sicherheit, muss das alles sein, durch einen deutschen Staat, rechtsgültig, neu, ab 2017, rechtsgültig, funkelnagelneu, ja, mit allen Fehlern, die wir gemacht haben, revidiert und mit allen zukünftigen Fehlern, die wir vielleicht machen. Und wir sagen einfach, wir sind ein Volk, wir haben Wehrmacht, wir haben Kriegsgeräte, wir haben die Atombombe, wir haben alles. Ne? Der Amerikaner muss das Land verlassen, also alle vier, die hier sind, können Gäste bleiben, können sich gastlich benehmen oder sie gehen aus diesem Staat heraus. Da fängt der Ärger schon an. Ja? Man hat uns ja schließlich besiegt. Und weil wir besiegt wurden, sind wir immer noch besiegt. Und dieser 2:4 Vertrag, wenn ihr ihn richtig durchlest, bleibt da etwas in der Luft, die ich jetzt hier so als Till, die Schweiger, Eulenspiegel, oder durch diese hohle Gasse ein bisschen schreiten, mal so auf den Weg gebracht habe. Also, wie soll man das Ganze erklären? Das ist alles rein hypothetisch, man kann überhaupt keine ordentlichen Filme machen. Besonders kann man sich nicht bei Facebook unterhalten, das ist wirklich alles unter einem gewissen Aluhut. Alle sind irgendwie schräg unterwegs, keine Ahnung. Wenn man da mal die Wahrheit schreibt, dann merkt man plötzlich, dass die Tastatur nicht mehr geht. Mal so als Beispiel. Ja, das ist eben so. Naja, kann man nichts gegen machen. Also wie gesagt, spielt ihr weiter in Pokémon auf der Kö. Ja, so ist das. Wir leben online. 7 Milliarden könnten wir erreichen. Ist ja nicht geil?